Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Rechtlern und es ist der 31. Januar 2021 und man könnte den Eindruck haben, ein Lichtlein am Ende des Corona-Tunnels würde sich da auftun. Die Zahlen gehen runter, gewisse Politiker üben sich wieder in den Samstags- und Sonntagsinterviews in Öffnungsszenarien. Unsere Bundesfamilienministerin kommt wie alle 3-4 Tage gefühlt mit einer neuen Idee um die Ecke. Diesmal die Kita-Ampel möge es doch bitteschön geben. Warum man da nach 10 Monaten erstmal draufkommt oder diesen Begriff meint, in die Debatte werfen zu müssen, nun ja, es mag ihr Geheimnis bleiben. Das ist das, was sich so als auf den ersten Blick so in Kita Deutschland so zeigen mag. Allerdings, wir trauen dem Frieden nicht so ganz und würden uns freuen, auch eure Einschätzungen unten in den Kommentaren zu der Lage zu bekommen. Es ist ein bisschen unübersichtlich, denn regional sieht es ganz gut aus und dann wiederum erreichen uns Meldungen, dass in diversen Kitas die britische Mutation sich aufgetan hat, dass dort eben Erzieher und Kinder und oder Kinder sich mit dieser doch wohl viel, viel ansteckenderen Variante eben infiziert haben und dass deshalb jetzt auf einmal sehr viele Einrichtungen wieder zumachen, respektive in Quarantäne gehen müssen. Dazu 2-3 Anmerkungen, was uns so fassungslos macht, muss man ganz ehrlich sagen. Das Thema B117, britische Mutation, das hatten wir schon in unseren Videos und wir wollen ja nicht Schlaumeier sein, aber wir hatten das schon als Thema weit vor Weihnachten aufgebracht, als das erste Mal das in England schon losging und auch die dortigen Kita-Träger, ja, da gibt es auch durchaus große internationale Konzerne, begonnen haben, sich im Kita-Alltag vor dieser Mutation extrem zu fürchten. Dann haben wir uns sehr gewundert, warum man im Rahmen so der ganzen Ideen, wie man den Kita-Betrieb gestaltet, überhaupt nicht an dieses Phänomen anscheinend gedacht haben mag. Jedenfalls nicht unbedingt auf der Kita-Ebene, da wird das viel, viel präsenter gewesen sein, wird ihr nicht falsch verstehen, aber wir wundern uns, warum dann, wenn also bekannt ist, dass es in anderen Ländern, die jetzt mal, wenn wir uns den Globus betrachten, gar nicht so weit weg sind, diese Mutation auftritt, warum wir dann am 24. Januar diesen Jahres plötzlich mit viel Tamtam eine Pressemeldung lesen der Bundespolizei. Das sind die, die für die Grenzsicherung an den Flughäfen zuständig sind, die am 24. Januar mit ganz viel Tamtam sagen, dass sie jetzt mal so richtig die Kontrollen verschärfen wollen, jetzt mal so richtig gucken wollen, ob die Leute tatsächlich negative Atteste dabei haben, jetzt mal so richtig Passagiere identifizieren wollen, die dann in die Quarantäne müssten und jetzt mal so richtig die Augen aufmachen. Das hat uns unfassbar, wirklich, also am 24. Januar, praktisch 10 Monate Pandemie, meint dann eben der Bundesinnenminister, jetzt müsse sein Personal auch mal so richtig an den Flughäfen hinschauen, wenn es um Pandemiekontrolle geht. Und das finden wir doch echt ein bisschen armselig, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Denn, oh Überraschung, 2 Tage später gab es die nächste Pressemitteilung. Man habe ja herausgefunden, dass ganz viele Fluggesellschaften sich gar nicht an die ganzen Regeln halten, die Leute an Bord lassen, eben auch ohne Atteste und. Und jetzt müsse man mal so richtig dahinterher sein. Dann fragen wir uns, ob hier nicht sehenden Auges wieder mal gepennt worden ist. Wir lassen das mal offen und stellen das allgemein zur Debatte. Uns interessiert jedenfalls, haben wir Glück, sind wir ab dem 15. Februar aus dem Gröbsten raus oder geht das alles noch so weiter? Es ist ein bisschen diffus, die Lage, auch was die Meldungen angeht, die uns so aus den Einrichtungen bis jetzt erreichen. Klar, überall Ermattung, überall am Limit, überall es geht nicht mehr und überall vor allem schon in der Sorge, naja, Moment, wir sind ja jetzt schon personell so auf Kante genäht. Wenn alle Kinder wiederkommen, dann ist ja erst recht keine Möglichkeit zum Durchschnaufen mehr. Also das kriegen wir durchaus als Meldung mit. Aber was das Infektionsgeschehen angeht, scheinen wir bis auf diese Geschichten jetzt in Köln und die in Baden-Württemberg ein bisschen mehr Ruhe reinbekommen zu haben. Ist vielleicht auch eine trügerische Sicht auf die Dinge oder wir haben die Kita-Träger, wo es gerade ein bisschen, bis gerade aktuell, lief ja Ende des Jahres und Anfang letzten Jahres ja gar nicht so gut, aber vielleicht haben wir da einfach jetzt gerade so regional ein paar Träger, die eben ein bisschen vom aktuellen Infektionsgeschehen
verschont worden sind. Insofern, eure Kommentare sind uns extrem wichtig. Euch einen schönen Sonntag noch. Haltet durch, bleibt gesund und lasst uns alle zusammen die Daumen drücken, dass wir bald in einen zauberhaften Frühling und einen noch besseren Sommer ohne Pandemie rüberwechseln können. Bis dahin, ciao.